Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, ist jetzt knapp einen Monat her, wo ich das letzte Mal gespielt hatte. Und weiß jetzt nicht, warum ich hier jetzt da unten rechts drei Knochenrüstungen fehlen. Weiß jetzt auch nicht, was zuletzt gewesen war. So, ziehen wir die dann mal an. Da sind wir jetzt wieder voll gerüstet. Ja. Und ja, so eine Baumstämme habe ich jetzt auch nichts hier. Schauen wir mal, was ich hier genau noch geplant hatte. Stimmt, wir wollten ja diese Überquerung da noch machen und oben hier auch noch fertig. Und daraus dann so einen kleinen Turm machen mit einer Treppe, das dann da runterführt. Dann hier oben, stimmt, die Dächer wollten wir ja auch noch machen, fertig. Hier genau noch eine Treppe nach oben. Da hinten haben wir ja auch schon eine Treppe. Dann wollten wir die Basis hier fertig machen. Oh, wir haben noch Wasser, jede Menge. Nice. So, was habe ich hier überhaupt fabriziert? Das will ich jetzt wissen. Weil es wirklich für mich jetzt schon über einen Monat her ist. Und morgen ist ja auch schon Weihnachten. Also. Ja. Ich bin auch am Überlegen, morgen mal, also für euch für morgen, für mich ist das heute noch eine einzige Aufnahmesession, aber für euch morgen so eine etwas längere Folge zu machen, wo wir mal auch mal ein bisschen im Norden so ein paar Höhlen erkunden. Und in der heutigen Folge werden wir nochmal halt ein bisschen Bäume fällen gehen. Ich würde sagen, ich mache zuerst das da fertig, weil irgendwie ich da schon den Übergang haben will. Die Baumstämme brauchen wir für den. Muss ich mal schauen. Wir drehen erstmal hier. Dann schauen wir mal, was brauche ich dafür alles an Baumstämme. Aber ja, ich habe wieder Bock auf Höhlen, deswegen machen wir morgen auf jeden Fall eine längere Höhle. Eine längere Folge, wo wir in eine Höhle gehen. Komme ich von hier so da dran? Ohne schwimmen zu müssen. So, 19 Baumstämme. Ja, da kriegen wir in einem Schub durch. Und dann lass mal wieder rüber. Boah, ich finde die neuen Einstellungen, die ich auch gemacht habe hier. So ist zwar schon ein paar Tage her bei euch, aber ich finde die mittlerweile deutlich geiler. Aber ich habe mich entschieden, dass es in den Höhlen trotzdem so dunkel bleibt, weil schon diese gruselige oder düstere Atmosphäre da gerne beibehalten wollte. Weil, ja, ich find's einfach so ein bisschen besser. Haben wir auch noch was zu essen hier? Ein Stück Fleisch. Und wer weiß, was wir dann in den Höhlen dann finden, wenn wir in der nächsten Folge da mal reingehen. Weiß, vielleicht mit etwas Glück kriegen wir sogar noch auch endlich mal die Kletteraxt oder die Kettensäge. Da können wir auch mal eine der anderen Höhlen da mal erkunden. Obwohl in der einen Anfangshöhle
Wenn ich mich, glaube ich, richtig erinnere, eine der Anfangshöhlen. Da gab es ja auch noch so eine Stelle, wo wir schwimmen konnten. Und also beziehungsweise tauchen konnten. Und wir haben ja schon mittlerweile die Tauchausrüstung, oder? Haben wir die? Die, da haben wir, ne? Da haben wir sie, Tauchgerät. Genau. Die Axt müssen wir auch mal ausrüsten. Da können wir da auch mal in den nächsten Folgen mal erkunden gehen. Und es tut mir wirklich leid für diejenigen, die wollen, dass ich hier eigentlich die Story durchspiele. Aber ja, ich bin halt irgendwie so ein Mensch, sobald es bei Spielen um Bauen geht, dann ist bei mir vorbei im Grunde. Dann bin ich nur noch am Bauen. Und ich habe ja eh vor, okay, hier vielleicht eine Stadt oder sowas zu bauen, bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich will. Aber die andere Idee, da hinten bei diesen einen Halbinsel, die würde ich trotzdem gerne irgendwie noch machen. Da bei diesen einen einzelnen Baum da, großen, dicken, den man nicht fällen kann. So, Steine können wir wieder sammeln. Böcke auch. Und ich hoffe schon sehr, dass wir die Dings, die Kettensäge finden, weil mit der hätten wir richtig Spaß damit, Bäume zu fällen, und dann würde es deutlich schneller gehen mit hier bauen und so weiter. Okay, bei mir wohl eher weniger, wenn ich weiterhin auf der Insel bleibe. Von da wollen wir auch langsam weg. So. Vor allem, was ich auch am Überlegen war, man kann ja hier mit Seilen einiges craften. Schneeschuhe, Köcher zum Beispiel, da brauchen wir drei Hasenfell, einen Steinbeutel, Hasenfellstiefel, Stockbeutel. Haben wir Hasenfelle hier? Ne. Hier haben wir keine Hasenfelle. Und drei Tücher, Stockbeutel, da könnten wir, glaube ich, mehr Stöcke tragen. Steinbeutel. Was brauchen wir für einen Steinbeutel? Wildschwein. Wo gibt es Wildschweine? Wehrtasche und Wärmeanzug. Könnten wir jetzt eigentlich bauen? Schneeschuhe. Ach, aus zwei Seilen und was noch? Und fünf Stöckern. Ja, die Stöcke haben wir jetzt weggetan, ne? Verbesserter Stock. Nehmen wir uns mal. 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Dann lassen wir die mal da. Den müssen wir so oder so voll machen. Dann schmeißen wir eben das Essen noch drauf. So, warte. Muss eben auch erstmal mit der Steuerung wieder zurechtfinden, weil es wirklich bei mir schon über einen Monat her ist, oder fast einen Monat, wo ich das letzte Mal The Forest gespielt habe. In letzter Zeit eher mehr hier Elder Scrolls Arena, weil das Spiel momentan. Ich habe schon mittlerweile rausgefunden, wie die ganze Dings da funktioniert. Also zumindest glaube ich, dass ich das meiste da schon rausgefunden habe. Und seitdem ich das raus habe, gefühlt, bockt das alles viel, viel mehr. Und ja, vor allem auch kleinen Trailers schon für nächstes Jahr, und Best of habe ich auch schon rausgehauen. So, Best of von mir, muss ich ehrlich sagen, es war mein erstes selbstgemachtes Best of oder überhaupt Best of, was ich
irgendwie zusammengeschnitten habe. Und ich glaube, da merkt man auch richtig, dass ich gar keinen Plan davon habe. Deswegen, ich glaube, so ein Best-of werde ich vielleicht nicht so schnell wieder machen. Auch ganz schön wild geworden. Aber was das Thema angeht, Best-of und so weiter, da kommt in Zukunft, oder vielleicht, na, ich weiß nicht, vielleicht Januar werde ich etwas ankündigen, was zu dem Thema angeht, so, wo ich euch von der Community auch gerne beteiligen und belohnen will. Auf jeden Fall. Aber dazu werde ich auf jeden Fall bis dahin noch ein eigenes Video zu machen, so. So, da sind noch mehr Stöcker. Da hinten ist ein Bambi. Und den hier müssen wir auch noch nehmen. So, nice. Du hier geblieben, ja. Nicht wegrollen. So. Und ich wurde auch schon von euch hier darauf hingewiesen, wenn ich mit einem Speer kämpfe, gegen die Ureinwohner, habe ich einen größeren Radius gegen die. Und dann würde es mir angeblich oder zumindest laut einigen von euch. Ich weiß es nicht. Ich habe es, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Bin mir aber auch nicht sicher jetzt, ob ich schon ausprobiert hatte oder nicht. Aber können wir mal ausprobieren, wenn die mal wieder vorbeikommen. Und ja, ich bin mir echt nicht sicher, ob wir nicht lieber auf voll. Wir warten, bis wir das Katana haben oder so. Soll ja hier ein Katana geben. Vom Katana weiß ich auf jeden Fall, ich hatte auf 2019, glaube ich, das Let's Play hier von Gronkh gesehen, ja, wo die das hatten. Aber ich weiß bis jetzt nicht mehr, welche Höhle das war, wo es die gibt, aber ich habe vor, auf jeden Fall wieder die Höhlen zu erkunden. Wird so eine extra Folge auf jeden Fall morgen geben für euch. Und dann gehen wir ein oder zwei Höhlen auf jeden Fall in einem vollen Durchgang so erkunden. Und ja. So, dann gehe ich nochmal trinken. Ah, wir gehen mal da hinten die Bäume holen. Okay, der ist nicht umgeschmissen worden. Gut. Stöcker muss ich noch ablegen. So. Und den hier nehmen wir auch noch mit. Die Quietsche macht mich nervös. Von den Bäumen. Aber da hinten scheint kein Thrombosen-Jonas wieder zu sein. Das finde ich gut, dass da kein Thrombosen-Jonas ist.
So. Ja, ich sehe schon, die rollen alle hier weg. Dem passiert. So. Raschen wenige Ureinwohner auch hier gerade. So. Aber bevor wir von hier umziehen, will ich auf jeden Fall diese Festung hier fertig haben. Dass wir hier auf jeden Fall eine kleine Bastion haben. Dass wir notfalls hierhin zurückkehren können. Dann der hier ist voll und der hier. Und da ist auch noch einer, stimmt. Welche ist auch voll? Und dahinter hatten wir ja noch einen liegen gehabt. Den wir auch noch mitnehmen müssen. Da. Da liegt er ja. So. Da haben wir noch 5 offen und hier haben wir noch 6 offen. Ja, wir machen eben einmal den Wagen noch mal voll. Und dann wird das reichen. So, nehmen wir eben noch ein paar Stöcker mit. Mehr können wir nicht tragen. Da können wir eben ganz schnell die Schuhe machen. Wo sind die Stöcker? Da. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So. Und nutze sie, um im Schnee schneller laufen zu können. Ah, nice. Ja, warte. Eben noch die Stöcker, die ich hier liegen gelassen hatte. Mitnehmen. Da. Und dann nehmen wir den da. Da müssten wir jetzt Stöcker voll sein. Und den hier noch. Hallo Bambi. Ja, öfters mal auf Bambi-Jagd und so müssen wir auch noch gehen. Oder Hasenjagd. Haben wir hier noch einen Baum schon rumliegen? Na. Sind auch ganz schön viele Bambis. Ah, und es regnet. Es regnet. Machen wir hier vorne mal voll.
So, dann haben wir alles voll. Zwei Baumstämme liegen da noch. Und, ach, den Kassettenspieler haben wir drüben gelassen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wo habe ich den überhaupt drüben gelassen? Nicht, dass ich den jetzt nie wiederfinde. Können wir eigentlich noch alles aus Stöckern bauen? Frage ich mich. So. Pfeile, handgemachte Keule, Knochenpfeile. Ansonsten haben wir alle schon mit Stöcker. Oder mit Tuch, was gibt es da alles für Möglichkeiten? Seil, Knochenrüstung, brennende Waffe, Stockbeutel, Steinbeutel, aufheizender Pfeil, Speertasche. Wehrmantel. So, was kann man aus Knochen? Knochenpfeile, Knochenrüstung. Was kann man damit alles machen eigentlich? Aufgeladene Taschenlampe, ja. Handgemachter Bogen mit Licht. Kettensäge mit Licht. Steinschlosspistole mit Licht. Moderner Bogen mit Licht. Den modernen Bogen, den will ich unbedingt finden. Kann man damit noch irgendwas machen? Vergiftete Waffe, ja. Damit was machen, ne? Nur essen. Damit kann man nichts machen. Kann man alles so mit Batterien machen, nur Taschenlampe aufladen. Ah, den kann man auch nicht weiter verbessern. Den kann man nur ausrüsten. Kann man Stein alles machen. Wenn wir nichts mehr machen, okay. Und da haben wir einen verbesserten Stein. Damit, ne, damit kann man nichts. Damit kann man nichts. Schädel, das können wir mit Schädel machen. Handgemachte Keule, das war's. Mit Blättern. Tarnrüstung. Oh, Tarnrüstung gibt es hier. Okay, aber mehr gibt es hier auch nicht wirklich. Und wir machen gleich zuerst das eine Teil da. Haben wir die Brücke bauen können. Ein schöner Sonnenuntergang im Regen. Können wir jetzt eben ganz schnell was trinken? Ich habe nichts zu essen mitgenommen. Ja, schnappen wir uns gleich ein paar Vögel. Ich habe 246 Baumstämme. Ey. Ich glaube, ich übertreibe wirklich schon langsam da oben. Ja, für das nächste Bauprojekt, da werden wir mindestens das Doppelte als für das hier brauchen werden wahrscheinlich. Weil da habe ich dann vor, weil wir ja die ganzen Baupläne ja schon haben, so ein richtiges, quasi mittelalterliches Dorf zu bauen. So mit richtiger Stadtmauer und Stadttor und alles. Und wer weiß, vielleicht kann das sogar für einen von euch so als Inspiration dienen oder sowas. Zum Beispiel, was da alles für Baumöglichkeiten gibt, habe ich ja bei dem Mika HD gesehen gehabt, so. Bei dem habe ich mir so ein paar Baututorials angesehen gehabt, so. Da hat er auf jeden Fall richtig geile Ideen gemacht. Jo, mir ist kalt, ich bin nass. Das müsste, glaube ich, reichen. Dann wärmen wir uns hier mal auf. Da. Und? Komm, hoch. Mal kurz mal aufwärmen. Dann schnappen wir uns mal einen Snack. Nein! Nein! Wo ist der?
Nein. Ah, und. Oh. Komm schon, ich will jetzt nicht von dem Hai attackiert werden. Komm. So. Es ist nicht gerade einfach dahin. So, warm genug. Und? Ja. Komm schon. So, dann noch mal aufwärmen. Müsste jetzt warm genug sein. Und wie viel fehlt denn da noch? Ah, nicht mehr viel. So. Dann haben wir jetzt 14. Komm. Ding. Sechzehn. Achtzehn. Und nur noch eine. Komm. So. Und 19. Nice. So, dann brauchen wir jetzt noch hierfür freies Bauen. Müsste das sein? Naja, nicht Plattform. Wo war denn das? Baumbrücke, glaube ich. Hier. Das müsste dann bis da hinten hingehen. Ich hoffe, das wird auch klappen. Baumstämme. Ah, ich hoffe, das wird funktionieren. Dann wärmen wir hier uns eben noch auf. Haben wir jetzt die falsche Axt. Dann können wir einfach von da nach da rüber. Müssen so drehen. Ich hoffe, ich kann von da und dort das Ding da anbauen schon. Warum müssen wir immer so frieren? Und wieder Hunger auf. Nein. Das war knapp. So. Ach, da ist es. Das Spieler gesammelt. Ja, warte, bevor wir den ausrüsten. Ausrüsten und play.
Oh, noch mal aufwärmen. Das müsste jetzt reichen. Aber warte, erstmal hier neu machen. Aber den Rest bauen wir in der nächsten Folge auf. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!